It's Loro und Satterhugo, rein da. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Satterhugo-Video. Digga, wenn das hungrige Hugo-Video kommt, bei Gott. Sascha und ich haben schon gecallt, der wird uns so hops nehmen. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Tonight. I will love you tonight. Shit, der kann übertrieben singen. Holy shit, Mann. Wenn der gefickt hat, das ganze Haus hatte Gänsehaut. Weil er hat so gestöhnt. Ha, ha. So geil, Mann. Give me it. Digga, es reicht halt nicht nur auszusehen wie Pitbull. Breathing tonight. Oh, ich hab keine Ahnung. Da liegt einfach Brot. Einmal filmt Sascha beim Rauchen. Smoke weed every day. Das war meine Kippe, die hat Sascha in dem Moment nur gehalten. Legt sich dann aber selber. Ich find's cool, dass Amar immer hinter die Kamera geht zum Rauchen, Mann. Oh, fuck, Junge. Oh mein Gott. Hugo. Deutsche Detektiv Conan, Alter. What the fuck, mate. Oh mein Gott, Digga. Holy shit, jetzt kann ich auch sagen, wir haben alle so geil geraucht. Wir haben alle so geil geraucht. Boah, Digga, haben wir viel geraucht. Zigaretten, Zigarren, Shisha, Heroin, Crystal. Wir haben so geil geraucht, Mann. Wir haben so unglaublich geil geraucht, dass sogar die Tabaklobby jetzt unsere Gruppe angefragt hat, ob das nächste Camp nicht einfach unser Mykonos-Camp, der Marlboro Mykonos-Trip wird. Und ich kann es euch erzählen, es wird absolut geil. Nusret hat Mickey geleakt. Der Typ hat 30 Millionen Follower und Mickey wird von dem beim Rauchen geleakt. Nun, Big F*** you an dich, Ziegenbartgesicht, Alter. Ich kann nicht ins tiefe Wasser gehen, weil ich kann noch nicht schwimmen. This microphone works with adapter, right? Yes, it's working. Yes, it's iPhone. How is the road? Yes. Road? Yes. Okay, thank you, man. No problem, thank you. Chat, ich habe keine Ahnung, was er mich gefragt hat. Ich habe einfach nur yes and no and yes gesagt. Ich hatte keine Ahnung, was er von mir will. Ich will lieber weiblich sein. Was? Es gibt nur männlich und weiblich. Ich fühle mich beiden Geschlechtern nicht dazugehörig. Nee, also das Spiel kriegt von mir deswegen schon mal einen Sternabzug. So nämlich, genau so. Ist ja auch was für den Körper tun. Ich mache mal Backflips, um morgen in den Start zu tanken. Was? In den Start zu tanken. Was? Keine Ahnung, schneiden wir raus. Was? What the fuck, Commander Krieger, Digga, einfach der YouTube-OG. Bin ich mal gespannt. Na, ist eher so ein Checker auf Checker. Bitte sag nein. Da muss ich mal testen. Also ja. Nee, nicht in diesem Leben. Soll er sich noch melden? Ja. Nein, auf keinen Fall. Wenn ich Sucuk essen will, gehe ich zum Türken um die Ecke. Was auf die Waage machen, Paramit, hey. Ey, steht Monte jetzt auf transsexuelle Personen oder nicht? Also ist Monte jetzt, findet er es jetzt nice oder nicht? Ich verstehe es nicht. Weil manchmal sagt er ja und manchmal sagt er nein. Ach, wegen den Lippen-Sujuk. Oh mein Gott, Digga, ich dachte, es geht da. Ich dachte, er meint damit, dass sie einen Penis hat. Oh, Junge, ach. So wie Bill Gates, Krokodilleder, Tschernobyl Atomk. Diese Frau hat gerade Müll auf die Straße geworfen. Stehen bleiben. Tanzverbot, entspann dich. Polizei! Hä? Hä, wo ist sie hin? Wer ist das? Ist sie das? Pass auf, dass du dir nicht wehtust. Ist stabil, oder? Mit angewinkelten Armen, schön die Knie rum. Fand ich gut. Boah,
Mann, Junge, Hugo Ehrenmann. Grüße gehen. Kann er seinen eigenen Songtext nicht? Raus. Doppelpiece. Ach nee, ist ja gar nicht Hugo, ist ja kein Konzept. Oh nee, Bro. Wo ist das denn? Wo ist denn Seoul? Ich weiß, wo es ist, aber ich weiß nicht, wo es ist. Was? Ich hab mir doch jetzt auch die Karte geholt. Aha. Ja, ist auch scheiße. Nervt mich auch. Aber warum ist das so schlecht hier in Griechenland? Hier ist Louis Vuitton, Gucci, Burberry. Und hier kostet ein Steak 2400 Euro. Aber die haben hier kein mobiles Netz? Nee. Finde ich unangenehm. Dass ich den Fernseher vielleicht dunkler mache, so dass es im Hintergrund... da wollte ich über die andere... Hä, Tanzabot hat voll aufgerüstet in seinem Streamingzimmer, oder? What the fuck? Fernbedienung. Inscope, der professionelle Vlogger. Nico. Einfach schrecklich, Digga, wirklich. Man ist am Scheiß und Nico kommt einfach mit dieser Kamera rein und sieht aus, als würde euch dein Kopf platzen. Was soll denn das? Ja, hier sehen wir Max beim Arbeiten. Es ist wirklich... Erklär mal ein bisschen, was machst. Ich habe hier einen stabilen Speedstyle drauf. Das ist die Feuerwehr-Challenge. Du hast das falsche Deck ausgewählt. Lass mal kurz die Kamera schauen, Max. Ganz kurz, ich habe dich jetzt gerade drauf. Jetzt habe ich dich drauf. Mit was spielt der, Digga? Mit 2 Euro oder was? So wie Bill Gates. Wenn wir 4G voll... Oh, hier ist nur noch 3G. Halt. 3G ist ja Turbo-Scheiße. Aha, das sieht mir doch hier, das sieht mir doch hier schwer nach sexueller Belästigung aus. Was? Warum haben wir denn ihre Beine so breit? Jetzt kommen wir. Hier, erstmal, Personalausweis bitte. 86er Baujahr. Hä? Was ist das? Wieso ist die denn? Das ist nicht die Frau auf dem Ausweis. Wieso ist sie weiß? Ich fühl's komplett, wie du chillst. Ich chill schon seit 2 Stunden Wasser, aber hier wiege ich nichts. Weil hier wiege ich nichts. Wir mussten Max aus dem Pool teilweise rausziehen, weil er sich nicht mehr bewegen konnte. Achtung. Ha. Digga. Sag mir, dass du betrunken bist, ohne mir zu sagen, dass du betrunken bist. Leute sagen, ich bin krank, Digga, ja? Jetzt ist er krank, Digga, ja? Aber ich habe einen Tag, Digga. Hey, das war Koks, what the fuck. Warte, ich hab noch Wasser im Ohr. Wenn ich eine zischende Dose höre, habe ich direkt Bock auf Alpha. Mickey. Mickey, bitte. Ich möchte, dass du nie wieder in deinem Leben Uso trinkst. Bitte, Mickey. Mickey, du darfst nie wieder in deinem Leben Uso trinken. Das hat deine Persönlichkeit nachhaltig verändert, Bro. Das hat deine Persönlichkeit so krass verändert, Mickey. Holy shit, Mann. Du bist einfach... Du bist, als du den Uso getrunken hast... Ist der Mickey, den wir alle kennen, gestorben und ein neuer ist geboren worden? Holy shit, Mann. Digga, der Teufel wohnt jetzt in dir, Bro. Ja, ja. Jo, Leute, ich bin's, Tim. Und heute, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja. Währenddessen bei 3 Max. Ich weiß nicht, ob ihr es die ganze Zeit im Hintergrund flüstert. Es gibt 2 Reinigungskräfte. Einer ist ein bisschen jünger, einer ist ein bisschen älter. Und die Jüngere hat jetzt mit der Älteren irgendwas geflüstert, dass sie hier nicht reden dürfen, weil ich irgendwas mache. Super unangenehm. Kann ich bitte die neuen Siege haben und aufgehen? Ganz unangenehm. Hier sind total Leute, die aufräumen die ganze Zeit, auch hier am Tisch direkt. Natürlich, da waren wir draußen richtig rotzevoll, während Max gestreamt hat. Es ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, dass ich... Die gucken mich direkt an. Ja, die haben versucht, mich komplett anzugucken, Augenkontakt zu suchen. Aber ich bin total am Daddeln im Urlaub. Was denken die? Ich rede mit dem Mike und sitze hier mit dem Tablet und zock einfach. Und alle anderen sind draußen im Pool und saufen. Ja. Yeah. Okay. Ganz kurz, Bro. Hast du mir gerade einen fucking Pfeil auf deinem fucking shitty ass PC gedingt? Ist das gerade passiert? Ich will keine Nuss, bitte. Okay, aber wenn du dir eine ausruhen möchtest, welche würdest du nehmen? Würde ich wahrscheinlich die Pekannuss nehmen. Welche ist das? Die hier, ne? Das ist eine Haselnuss. Ey, Panini. Don't you be a meanie. Warte, Digga, Mann. Hey, Revi. Oh, Mann. Digga, das ist so unangenehm, Bro. Das ist einfach... Das war wirklich dumm. Am ersten Abend, ich habe 2 Bier drinne. 2 Bier habe ich... Nur 2 Bier getrunken. Ich steck meinen Kopf da rein. Digga, Sydney musste mit dem Olivenöl, womit der ständig am Wichsen ist, erstmal meinen Kopf eincremen, damit ich das da rausbekomme. Der erste Moment, wo ich Sydney treffe, steckt mein Kopf in einer Blumenvase drin. What the fuck, Mann? Au! Au! Okay. Und Mama. Jetzt einfach jonglieren. Einfach jonglieren. Nein, hör mal auf! Lass mal wieder, Bro. Ich krieg den Kopf nicht mehr da raus. Warte, ich helfe. Ey, Digga, ich krieg meinen Kopf da nicht mehr raus. Digga. Oh, das geht nicht, das geht nicht.
Was hast du denn erhofft davon? Dass ich halt einen chilligen Hut hab. Oder sowas. Ich hab eine neue Challenge. Stell dir mal vor, Digga. Ich komm ins Krankenhaus, mein Pfff hängt diesen Ding. Ich hab meinen Schwanz wirklich da reingesteckt, Alter. Das war so chillig, Mann. Ich hab deshalb tatsächlich seit. Ich hab's immer noch im Schwanz hängen. Temperatur, das Wetter? Ist das überhaupt eine sinnvolle Frage? Timeout. Backflip! Was? Der war besser als der von Inscope und Amar. Okay, 5 Umdrehungen noch. 1, 2, 3, 4, 5. Geh. Einmal. Schade, Mann. Ach, Digga. 5 Umdrehungen noch. Deine Bestellung. Ach so. Für den Stream meinst du? Ah, das ist nicht meine Bestellung. 3 Stück. Also Max, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, ne? Gut. War auf jeden Fall. Digga, was ist mit dem Kameramann? Timo, können wir auch mal so Shots machen, Digga? Einfach er hier, Junge. Lass dich nicht beirren, Bro. Erzähl ruhig weiter, erzähl. Ich habe das Gefühl, dass TikTok für viele Eltern aus deren Sicht eine Kinder-App ist. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele 10, 11, 12, 13-Jährige gar kein Instagram machen dürfen, gar kein Twitter machen dürfen, gar kein Twitch, weil die Eltern denken, das wäre eine Plattform für älteres Publikum. Aber Umkehrschluss, glaube ich, denken viele Eltern, dass TikTok eine Plattform für Kinder ist. Was? Ich wünsche euch noch einen entspannten Tag, einen entspannten Abend. Trink nicht zu viel und ja, abonniert das Video. What the fuck? Jeder von den Streamern in Deutschland ist einfach Alkoholiker geworden. Scheiß drauf.